Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen hier zu einer weiteren Solo-Spielvorstellung, würde ich es nennen. Keine richtige Rezension, wobei ich natürlich meine Meinung dazu auch sagen werde, weil ich finde es fantastisch. Die Rede ist hier von Mini Rogue. Erschien bei Korax auf Deutsch, ursprünglich Nuts Expert von Paolo Di Stefano und Gabriel Gendron. Und das ist also ein Spiel. Es ist für ein bis zwei Spieler eigentlich ein Solospiel, würde ich sagen, aber dazu später mehr, ab 14 Jahren, 30 Minuten. Und ich finde, das ist ein Spiel, das spricht einfach für sich selber. Da muss man gar nicht viel groß rumrezensieren. Das muss man sich einfach mal angucken und dann sieht man schon, was man daran hat. Ich mache jetzt ein kleines Let's Play für euch. Eine Einzelkampagne, also ein Einzelspiel. Man kann es auch als Kampagne spielen. Aber es geht hier halt wirklich in einen Dungeon rein. Wie in so einem kleinen, ja, sie sagen hier selber, eben so ein Roguelike Dungeon Crawler Videospiel. Und das Schöne an diesem Spiel ist aus meiner Sicht vor allem, dass ihr kennt es sicher auch, man möchte einfach gerne noch ein Spiel spielen, ein Brettspiel, und irgendwie klappt es aber halt nicht. Ne? Jetzt noch ein größeres Spiel anfangen, dauert entweder zu lange oder man hat vor allem nicht den richtigen Mitspieler gerade oder die mehreren Mitspieler, kriegt man jetzt irgendwie nicht zusammen. Abend ist nicht mehr so lang. Und das Problem ist aber auch bei vielen interessanten Solo-Spielen muss man auch ziemlich viel Zeit investieren. Ja, da muss man groß aufbauen oder braucht wirklich eine längere Zeit für ein Kampagnenspiel, was ich ja gerne Solo spiele. Und das ist halt manchmal, das schafft man halt einfach nicht. Und die, sag ich mal, kleinen, einfachen Solospiele sind dann halt oft nicht so richtig gut. Ja. Und da passt Mini Rogue so richtig schön rein, weil ich habe richtig Spaß dabei, auch Solo hier in den Dungeon zu ziehen. Ihr werdet es gleich sehen. Ist alles irgendwie drin und trotzdem ist es ganz einfach, ganz klein. Es dauert nicht lang, Aufbau dauert nicht lang und man kann es einfach schön kurz runterspielen. Und ja, wir gucken uns mal hier an, wie das hier aussieht. Wie gesagt, ich spiele es jetzt auch gleich vor. Wir haben hier einen hübschen Dungeon. Es gibt hier so ein Dungeon-Deck. Aber der eigentliche Hauptdungeon, den seht ihr hier links. Und ihr seht, das ist ganz schön groß. Wir müssen nämlich hier, ne, wir haben hier vier Ebenen, ja, mit jeweils quasi, ja, mehreren Abschnitten. Ja, hier die erste Ebene hat zwei Abschnitte. Dann die dritte und die vierte jeweils drei. Am Ende jedes Abschnittes seht ihr hier den Totenkopf. Da kommt ein Boss, den müssen wir besiegen. Das heißt, wir müssen insgesamt vier Bosse besiegen, also drei Zwischenbosse und dann noch den Endboss, der auch immer der gleiche ist tatsächlich. Die Bosse, die liegen hier. Und das Schöne ist, dass wir immer für jede Ebene, für jeden Bereich quasi dasselbe Dungeon Deck benutzen, komplett mischen, weil auf den Karten seht ihr gleich dann jeweils was anderes passiert, je nachdem, in welcher Ebene wir uns befinden. Das ist schon mal einfach ein richtig cooles Prinzip. Ansonsten haben wir hier unser Heldentableau. Wir können uns einen Helden aussuchen. Es gibt insgesamt vier Helden, einen Schurken, Priesterin, Kreuzritter. Ich habe jetzt mal den Magier genommen. Und auf meiner Magierkarte steht auch, mit was ich hier starte. Ich habe 11 Lebenspunkte. Ich habe 3 Gold. Damit kann man sich natürlich Gegenstände kaufen, wie es man so kennt. Ich habe 4 Nahrung. Nahrung ist wichtig, weil immer wenn wir hier durch so ein Ding durch sind, steht auch hier unten, muss ich eine Nahrung bezahlen. Also ich muss sozusagen immer genug, ja, ich muss halt Vorräte haben, wenn ich so einen großen Dungeon reingehe. Gibt natürlich Möglichkeiten, sich während des Spiels auch neue Nahrung zu beschaffen. Außerdem hier habe ich schon einen Trank. Ich habe nämlich schon einen Sinnesschärfe-Trank. Hier unten sieht man die Tränke. Ich kann immer nur maximal zwei Tränke haben. Es gibt aber sechs verschiedene: Feuer, Frost, Gift, Heilung, Heilig und Sinnesschärfe. Und der Sinnesschärfe-Trank, ja, da kann ich entweder einfach mal einen Erfolg schaffen in einer Mutprobe. Das ist natürlich nicht schlecht. Oder ich heile mal eine Verwünschung, nämlich die Blindheit kann ich mit diesem Sinnesschärfetrank heilen. Blindheit ist nicht so gut, weil ich dann nämlich immer blind in den nächsten Raum gehen muss und mich nicht entscheiden kann. Ja, das ist mein Token. Ich starte immer hier links oben. Und um jetzt so einen Dungeon-Bereich zu durchschreiten, muss ich quasi bis zum Ausgang kommen. Wenn ich bis zum Ausgang gekommen bin, geht es in den nächsten Bereich, dann wird es wieder hier aufgedeckt, weil hier jetzt Endboss-Symbol drauf ist, würde der erste Endboss aufgedeckt. Das sind die vier Endbosse, die es hier gibt. Und dann geht es eben weiter. Ja. Und ich würde einfach sagen, natürlich gibt es noch ein paar andere Regeln, wie das mit den Würfeln und Kämpfen und so weiter alles funktioniert. Wir starten einfach rein, Rest lernt ihr dann einfach, während ihr mir hier zuguckt. Natürlich, wir starten hier oben, deswegen drehen wir einfach
gleich mal diese Karte um. Und was haben wir hier? Wir haben ein Monster. Und jetzt ist das, was ich schon gesagt habe, hier, seht ihr, 1, 2, 3, 4, ich bin in Ebene 1, deswegen kämpfe ich jetzt gegen eine riesige Ratte und eben nicht gegen einen Skelettsoldat oder gegen eine verfluchte Wache oder sowas. Die riesige Ratte im Ein-Personen-Spiel hat 6 Hitpoints. Man sieht auch schon, ne, zu zweit hätte sie jetzt die doppelten Leben. Man kann das Spiel zu zweit spielen, dann macht man das so kooperativ, dann kann man sich hier auch so unterschiedliche Wege gehen und so weiter. Aber aus meiner Sicht, ja, kann man machen, aber so richtig sinnvoll finde ich das nicht. Auf jeden Fall, ich sage jetzt, das Monster hat 6 Leben und jetzt muss ich natürlich kämpfen. Was besteht hier noch? Wenn das Monster angreift, macht es 2 Schaden auf mich, abzüglich meiner Rüstung. Leider als Magier habe ich keine Rüstung, bin ich auf Rüstung 0. Das ist natürlich schlecht. Und wenn ich dieses Monster besiege, dann bekomme ich plus 1 Erfahrung. Die Erfahrung ist wichtig, weil ich kann dann mit dem Level aufsteigen und dann zusätzliche weiße Charakterwürfel bekommen. Am Anfang habe ich nur einen Würfel, also einfach quasi einen Kampfwürfel. Und ja, und ich kann jetzt einfach, die Kampfrunde geht ganz einfach ab. Ich kann einfach diese beiden Würfel würfeln. Theoretisch kann man es auch nacheinander machen, aber ich mache es einfach gleichzeitig. Meinen weißen und den schwarzen Dungeon-Würfel. Weil, was heißt es jetzt? Der weiße Würfel bedeutet einfach, wie viel Schaden ich mache. Ich habe jetzt eine 4 gewürfelt, das heißt, ich würde jetzt 4 Schaden auf die Ratte machen. Beziehungsweise, naja, es ist eigentlich schon so, dass man es nacheinander macht, weil wenn ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen kritischen Hit gemacht hätte, hier mit der 6, das sieht man übrigens auch hier, es gibt so eine Kampftaktikkarte, ich spiele damit mal, da hat man nur bei einer 6 einen kritischen Treffer, sonst kann man auch bei aggressiv, kann man auch bei 5, dann aber dann kriegt man halt auch mehr Schaden, ist auch ein bisschen gefährlich. Naja, jetzt habe ich eine 4 gewürfelt, das heißt, ich habe einfach nur 4 Schaden. Bei einer 6 hätte ich jetzt 6 Schaden gemacht und könnte nochmal würfeln. Wenn ich dann nochmal sowas würfel, hätte ich 8 Schaden gemacht. Ja, das ist das Prinzip. Aber ja, ich habe jetzt 4 Schaden. Ich könnte jetzt versuchen, hier sogar nochmal neu zu würfeln. Ich kann einen Kraftakt nämlich machen, einmalig. Da könnte ich entweder einen Erfahrungspunkt ausgeben oder 2 Leben. Dann könnte ich das neu würfeln. Aber eine 4 ist ja schon mal ganz gut. Das heißt, der verliert einfach 4 Leben. Ist zwar noch nicht tot, ja. Und jetzt würde er angreifen. Und ich habe ihn schon gewürfelt, nämlich eine 1. Und das ist gut, weil der bei einer 1 trifft das Monster einfach nicht. Ja? Bei einer 2 bis 5 würde er mir die 2 Schaden machen. Und bei einer 6 ignoriert er sogar meine Rüstung, wobei das für mich egal ist, weil ich tatsächlich gar keine Rüstung habe. So, das war schon die erste Kampfrunde. Jetzt geht es einfach in die nächste Kampfrunde. Diesmal mache ich es mal ein bisschen richtiger. Ich mache zuerst mich, aber zack, das reicht komplett. Peng, das Monster ist tot und ich habe den Erfahrungspunkt verdient. Jetzt habe ich diesen Raum abgehandelt und jetzt kann ich tatsächlich angrenzend schon die Karten aufdecken. Hier sieht man übrigens, ich hatte ja schon die Blindheit erwähnt, falls ich irgendwann blind werden sollte, darf ich das nicht machen, muss mich einfach blind entscheiden, wo ich hingehe. Weil ich kann immer, wenn ich irgendwo bin, jetzt entscheiden, gehe ich nach rechts oder gehe ich runter. Ich kann, wenn ich hier bin, nie wieder zurückgehen und so. Also das heißt, wenn ich mich entscheide, hierhin zu gehen, werde ich nie hier hinkommen, weil ich dann immer, ich könnte dann nach unten gehen, nach rechts und wieder nach unten zum Beispiel. Ja? Und wenn ich ganz rechts bin, dann muss ich nach unten gehen, dann habe ich keine andere Möglichkeit mehr. Tja, was habe ich jetzt hier? Ich halte hier einen Schatz, das ist natürlich interessant. Das ist interessant. Einen Schatz. Da könnte ich natürlich Geld kriegen, ich kann auch Tränke finden. Allerdings kann es auch sein, mit diesem roten Symbol bedeutet es, dass ich gegen so ein Standardmonster kämpfen muss, den Geist. Je nachdem, was ich da würfel. Tja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ich muss auch nochmal kurz nachschlagen, was das da oben heißt. Das da oben heißt auf jeden Fall, ich bekomme immer ein Goldstück. Und falls ich jetzt schon auf ein Monster oder eine Falle gestoßen bin, dann hätte ich sogar den höheren Goldwert bekommen. Aber das habe ich ja nicht. Ne? Also das ist hier, dieses Symbol bedeutet einfach, hätte ich jetzt schon mal so ein Monster, also ich habe ja schon ein Monster, komme aber nur, wenn ich 2 Monster schon getroffen hätte in dieser, dann hätte ich quasi noch mehr verdient. Ich habe aber erst ein Monster besiegt. Na gut, egal, ich mache das trotzdem, ich gehe zum Schatz. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall schon mal ein Gold. Und jetzt würfel ich den Dungeon-Würfel, eine 1, ja, einfach noch ein Gold. So einfach war das. Ach so, ja, nein, falsch. Ha, vergisst man gerne. Ich muss hier oben natürlich noch die entsprechende Probe machen. Das bedeutet,
Ich muss sozusagen erst eine Mutprobe machen und nur falls sie erfolgreich ist, kann ich mir die Belohnung nehmen. Ja? Beziehungsweise also diese zusätzliche Belohnung. Die muss ich erst machen. Die Mutprobe ist auch ein weißer Würfel und da würde jetzt eine 5 oder eine 6 reichen. Oder ich nehme einfach meinen Sinnesschärfetrank und dann bekomme ich es automatisch. Also ich versuche es jetzt mal zu würfeln. Ah ja, ich habe es geschafft. Also hätte ich auch die, ne, ich hätte es natürlich zuerst machen müssen, sonst hätte ich das Gold wieder abgegeben. Okay, das war's. Wir können weiter gucken. Oh, hier rechts ist eine Falle. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, wir haben nur Fallen. Tja, was machen wir jetzt? Okay. Aber wir können hier auch natürlich Erfolge haben. Also ich gehe jetzt mal hier runter und zwar mache ich jetzt Folgendes. Hier ist jetzt diese Mutprobe. Man sieht, wenn ich diese Mutprobe bestehe, dann kriege ich auch was hier. Nämlich ich kriege zum Beispiel hier eine Rüstung. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ja. Das ist ziemlich cool. Und das mache ich jetzt. Ich werde jetzt meinen Sinnesschärfetrank ausgeben, um diese Mutprobe automatisch zu bestehen. Und dann würfel ich und hoffe, dass ich die 3 oder 4 kriege, damit ich eine Rüstung bekomme. Weil das wäre natürlich für mich richtig gut. Ah, 2. Ich bekomme nur hier so ein. Einfach so eine Belohnung. Das ist auch diese Karte hier, die drehe ich jetzt einmal um. Ja, könnt ihr das noch sehen? Genau. Es gibt nämlich, diese Karte ist doppelt, also das ist die Geistkarte, dieses Monster, was erscheinen kann. Und es gibt die Belohnungen hier. Ich bekomme auf jeden Fall 2 Gold. Oh, ich bin schon ganz schön reich. Ich habe 7 Gold. Und ich kann nochmal würfeln. Ja, ich würfel nochmal. Guck mal, was da kommt. Eine 4. Jetzt kann ich entweder, ah ja, entweder eine Rüstung, sehr gut, oder eine Regeneration. Also eine Heilung. Also 6, ich könnte 6 Lebenspunkte bekommen. Tja, oder aber ich nehme die Rüstung. Das ist natürlich viel besser. Ich nehme diese Rüstung. Guck noch mal kurz, ob ich die Belohnung jetzt auch wirklich richtig gemacht habe. Genau. Nee, alles gut. Na, ich habe, das ist quasi das Belohnungssymbol. Dann triggert hier diese Belohnungskarte. Das war die Fallenkarte. Es läuft schon ziemlich gut, würde ich sagen. Guck mal, was hier nächstes. Oh, da ist schon wieder eine Falle. Und hier unten ist ein Händler. Perfekt. Dann gehe ich hier runter zum Händler. Ja, und jetzt kann ich einfach handeln. Ich kann jetzt mein Geld ausgeben, zum Beispiel für Lebenspunkte. Ah, ich könnte mir noch eine Rüstung holen. Das ist natürlich geil. Ich könnte auch Rüstung verkaufen oder Tränke verkaufen. Ich hole mir jetzt noch eine Rüstung. Ein gut gerüsteter Magier. Das kann nur gut gehen. Für 5 Geld habe ich mal eine Rüstung gekauft. Merke, ich hätte jetzt noch 2 Geld. Da könnte ich mir noch ein Heiligtrank. Ja, nee, das ist kein Heiligtrank, sondern einfach ein Segen. Da könnte ich halt so eine Vergiftung oder sowas heilen. Naja, mache ich aber nicht. So, und jetzt muss ich einfach an den Ausgang gehen. Und jetzt habe ich diesen ersten Bereich so geschafft. Hier steht, ich muss jetzt einmal essen. Zack, das mache ich. Dann geht's nach. Gehe ich raus. Dann nimmt man wirklich alle Karten. Auch die, die man nicht aufgedeckt hat. Einfach alle. Zack, wir gehen eins weiter. Misch die hier rein. Einmal kurz mischen. So. Und wir sind ready für das nächste Level. Und es geht hier gleich mit dem Lagerfeuer los. Sehr schön. Und wir sind jetzt hier. Das heißt, wir decken jetzt den ersten Boss auf. Guck mal, was uns da erwartet am Ende des Levels. Ein Ghoul, der dann schon immerhin 16 Leben hat und außerdem hier die Rüstung ignoriert. Das heißt, der wird einfach durchhauen, macht aber nicht sehr arg viel Schaden. Und er macht auch eine Geschwächtheit. Ich verliere sofort einen Erfahrungspunkt. Der haut mir meine Erfahrungspunkte runter. Das ist natürlich nicht gut. Allerdings kann ich auch, das habe ich nicht gemacht, ich habe meine Charakterfähigkeit noch nicht benutzt. Ich kann nämlich einmal, wenn ich hier durchgehe, meine Charakterfähigkeit benutzen. Und da kann ich zum Beispiel, hätte ich eine Beschwörung, da könnte ich einmal einfach einen Feuer-, Frost- oder Gifttrank einfach benutzen. Und Feuertrank zum Beispiel macht einfach 7 Damage. Ja? Ich könnte auch die Weitsicht einmal benutzen, aber das kann ich eben nur einmal machen. Dann wird es erst refreshed, wenn ich hier sozusagen durchgehe. Und Weitsicht würde einfach bedeuten, ich kann hier 3 Karten aufdecken, um so, schon mal so vorzuplanen, wo will ich denn eigentlich lang gehen. Na gut, aber wir sind jetzt erstmal im Lagerfeuer. Tja, ich mache mal Waffen schärfen.
plus ein Erfahrung. Ich habe noch genug Lebenspunkte, weil es einfach sinnvoll ist. Nahrung habe ich auch noch genug. Hier schnell noch das Level aufzusteigen, um eben einen zweiten Würfel zu kriegen. Das würde mir vor allem hier gegen den Ghoul wirklich helfen. Gut, gucken wir mal weiter. Eine Waffenkammer. Sehr gut. Es läuft alles super. Hier der Schatz. Der Waffenkammer hat einen großen Vorteil. Ich bekomme hier nämlich diese Blitzsymbole und das sind Kraftakte. Kraftakte bedeutet, dass ich einen Würfel neu werfen kann. Ja, und das probieren wir. Jetzt gehen wir hin. Allerdings muss ich erst die Mutprobe bestehen, um diese Karte nehmen zu können. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich es schaffe. Jawohl. 5, das ist, ne, das ist, bedeutet, dass ich diese Waffe jetzt, diesen Gegenstand nehmen kann. Ich kann nur einen Gegenstand haben und jetzt würfel ich nochmal mit dem Schwarzen, um zu gucken, wie gut diese Waffenkammer ist. Leider nur ein rostiger Dolch, eine 3 gewürfelt. Das bedeutet, ja, ich habe einfach einen Kraftakt jetzt, den ich hier mal einsetzen kann. Das bedeutet einfach einmal nachwürfeln, ja? So ist das. Okay, weiter geht's. Ich kann hier gucken, was kommt. Ein Einsiedler, ja, das ist gut. Und nochmal eine Falle. Ja, da gehe ich natürlich zum Einsiedler. Ich könnte jetzt hier entweder ihm Hilfe anbieten, da würde ich Geld bekommen und eine Erfahrung verlieren. Oder eine Mahlzeit teilen, dann verliere ich ein Essen, kriege aber 3 Lebenspunkte. Oder Tunnel, ich vertausche 2... Ich vertausche 2 Karten. Tja, jetzt könnte ich mir natürlich einfach den Schatz hier hinlegen. Das ist eine gute Sache. Komm, das mache ich einfach. Ich mache einfach Tunnel. Vertausche die 2 Karten. Und gut ist. Ja. Dann gehe ich hier runter. Muss die Mutprobe bestehen. Also ich kriege auf jeden Fall ein Gold. Wird es hier. Und jetzt muss ich die Mutprobe bestehen, ob ich noch die Truhe öffnen kann. Jawohl, so läuft es doch. Mal gucken, was drin ist in der Truhe. Eine 5. Oh, ich krieg 2 Gold, aber ich muss auch gegen den Geist kämpfen. Und jetzt gucke ich mal hier, ich bin immer noch in Ebene 1. Ist eine Seele mit 10 Lebenspunkten. Aber immerhin auch 2 Erfahrungspunkte. Das leider bringt mich nicht ein Level hoch. Das ist natürlich schade. Na gut. Was sollen wir machen? Wir kämpfen jetzt. Ich werde jetzt aber nicht meinen Beschwörungen, den werde ich mir für den Ghoul aufbewahren. Oh, einen Fehlschlag habe ich mir geleistet. Dann wäre das gar nichts. Jetzt kann ich aber tatsächlich meinen Kraftakt ausgeben. Dafür ist allerdings auch die Karte weg. Die wird dann einfach wieder reingemischt, um einfach nochmal neu zu würfeln. 5! Tja, leider ist es immer noch kein kritisches Treffen, weil ich hier ausgewogen bin. Das sind einfach 5 Schaden. Jetzt kommt der Geist. Eine 6, ja. Ignoriert meine Rüstung, leider. Das macht 1 Schaden. Ja, weil der macht mir ja, weil ich 2 Rüstungen habe, macht der mir ja gar kein Damage, wenn, außer er würfelt eine 6. Ja, okay, also da kann ich eigentlich recht entspannt sein, weil ich so gute Rüstung mir zusammen besorgt habe. Zack, 4 Schaden, eine 4, ja, würde einen Schaden machen, aber meine Rüstung hält stand, nichts passiert. Ah, Fehlschlag, eine 6, 1 Schaden durch meine Rüstung durch. Jawohl, und das war's, was kriege ich? Ich bekomme 2 Erfahrungen. Den Geist habe ich erledigt. Okay, und jetzt, ja, habe ich keine Wahl mehr. Ich muss zum Ghoul. Der Ghoul hat 16. Und, ja, ignoriert, wie gesagt, die Rüstung. Und das ist halt echt hart, dass er dann einen Erfahrungspunkt verliert. Dass ich einen Erfahrungspunkt verliere. Ich muss den einfach so schnell es geht umhauen. Deswegen benutze ich jetzt als erstes mal meine Beschwörung. Ich könnte jetzt Frost... Dann würde das Monster seinen Zug überspringen. Nee, ich mache einfach 7. Ich mache einfach Feuer. Gift wäre halt 4 Schaden jede Runde. Na, schon 2 Runden wären das halt mehr als das Feuer. Komm, ich mache Gift. Also das heißt, er kriegt jetzt einfach 4 Schaden. Er kriegt jetzt einfach jede Runde 4 Schaden. So. Greife ich an. 5. Das ist nochmal 5 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann habe ich ihn in der zweiten Runde, habe ich ihn dann. Und er greift halt an. Ich kriege einen Schaden. Ich verliere einen Erfahrungspunkt. Ja, das war's. Dann kriegt er wieder 4 Schaden vom Gift. Hat er nur noch 3. Komm, und jetzt muss ich es halt einfach schaffen, damit ich nicht nochmal was verliere. Ach, verdammt. Komm, ich mache einen Kraftakt. Verliere 2 Leben. Und dürfen nochmal. Jawohl. Zack, 5. Fertig. Gut. Ich kriege Belohnung, 3 Erfahrungspunkte, 1, 2, 3. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Level geschafft und deswegen bekomme ich einfach jetzt einen zweiten weißen Würfel. Und ich bekomme hier einmal die Belohnungskarte. Das heißt, guck mal, was gibt es hier? 1, das heißt, ich kriege auf jeden Fall mal 2 Gold, das kriegt man immer.
Und jetzt kann ich mir überlegen, entweder ein Feuertrank oder zwei Erfahrungspunkte. Ich nehme tatsächlich jetzt mal den Feuertrank, weil der war schon, der haut einfach rein. Okay, wir haben das Level geschafft. Jetzt sind wir in Ebene 2. Der Ghoul ist besiegt. Der kann mal raus. Das kommt alles weg. Wir mischen wieder ordentlich. Ja, und ihr seht, mit wie wenig Karten hier ein richtiges Dungeon-Spiel entstanden ist. Und wo ich auch sagen muss, hier vermisse ich wirklich keinen Mitspieler. Es ist einfach nur so ein nettes, kleines, schaffe ich das hier durch? Kann ich mich hier gut ausrüsten? Werde ich hier platt gemacht? Die Monster, also die Monster werden natürlich jetzt auch stärker, ja, in Ebene 2. Und die Bosse natürlich auch. Das ist alles ziemlich gut ausgedacht, muss ich sagen. Okay. Wir sind wieder hier oben angelangt und wir sind gleich mal hier beim leeren Unterschlupf gelandet. Tja, jetzt ist es so, hier ist es so, ich kann eine Mutprobe, und wenn ich die Mutprobe schaffe, dann kann ich den schwarzen Würfel dann werfen und das Plus oder Minus 1 manipulieren. Wenn ich sie nicht schaffe, kriege ich trotzdem das da unten, aber kann es halt nicht manipulieren. Also probiere ich es einfach. Na, nicht geklappt. Da muss ich einfach die Ergebnisse nehmen, was ich kriege. Und ich kriege den 6. Oh nein. Geist des Abenteuers habe ich leider, der Abenteuerin habe ich hier leider aufgestachelt. Das bedeutet, ich muss gegen den Geist kämpfen. Der ist jetzt ein Gespenst. Level 2, also Ebene 2, hat 12 Lebenspunkte. Und macht hier auch, macht auch so eine Schwächung. Ach, das ist das Schlimmste. Aber ich habe zum Glück, komm, ich hau den jetzt einfach weg. Ich werde jetzt einfach meinen Feuertrank benutzen. Dann hat er, jetzt macht 6 oder 7 Damage. Feuertrank. 7. Das heißt, er hat noch 5. Und jetzt habe ich zwei Würfel. Wenn ich jetzt gut bin, dann hau ich den einfach. Ah ja, das habe ich ja außerdem auch noch. Ah ja, nee, ich kann ja sogar das benutzen. Das ist ja wie ein Feuertrank. Den habe ich ja, das ist ja wieder refreshed worden, weil ich wieder in einer neuen Ebene bin. Dann mache ich es einfach so. Und jetzt habe ich 3. Ach, das reicht nicht. Das reicht nicht. Scheiße. Aber er muss mir ja erstmal. Ah, aber das ist ja. Nee, ich verliere auf jeden Fall. Verliere auf jeden Fall meinen. Ich will halt auf gar keinen Fall hier meinen Würfel verlieren. Komm, dann mache ich nochmal einen Kraftakt. Würfel den nochmal neu. So, 8 Schaden. Damit ist er weg. Aber jetzt habe ich halt echt schon ganz schön viel Leben. Ich habe nur noch 4 Leben. Das ist gefährlich. Naja, gut, ich kriege 2 Erfahrungspunkte. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall irgendwie heilen. Das ist wichtig. Gut. Mal gucken. Ob ich irgendwas ran. Oh, da, die Krähe, das ist ein Gegenstand, den ich mir holen kann. Oder den Schrein. Da kann ich Geld bezahlen. Das ist auch nicht schlecht. Da kann ich Geld bezahlen, um auch Sachen zu bekommen. Aber das kann auch schief gehen. Ich darf halt ein Goldstück als Opfer darbringen, um das Würfelergebnis um 1 zu modifizieren. Ja. Komm, das mache ich. Ich gehe zum Schrein. Dann zahle ich ein Geld. 3. Jetzt könnte ich plus 1 machen. Ja, das mache ich, weil ich habe ja ein Geld bezahlt. Also ist es eine 4. Dann habe ich verlorene Seele. Ich kriege 2 Leben zurück. Perfekt. Und ich würde theoretisch Flüche und sowas heilen. Gift heilen. Das habe ich aber nicht. Gucken wir mal, was hier. Ah, nochmal der Händler. Das ist auch gut. Ist auch gut. Ich habe ja noch so viel Geld. Ja, dann auf jeden Fall gehe ich zum Händler. Werde 3 Geld bezahlen für 4 Leben. Ich bin wieder aufgehört. Und dann könnte ich noch mal. Ich könnte hier, das würde 2 Geld kosten für eine Nahrung. Das ist je nachdem, in welcher Ebene ich befinde. Ich bin halt in Ebene 2. Ich habe halt auch, na gut, 3 Nahrung habe ich noch. Ja, komm, ich zahle doch mal 2 Geld für eine Nahrung. Okay. Ah, der Schatz ist schon wieder da. Und die Gruft. Sag mal, in die Gruft gehen. Die Gruft ist auch nicht schlecht. Auch hier kann ich dann, wenn ich die Mutprobe schaffe. Wenn ich die Mutprobe schaffe, kann ich plus 2 machen. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, nicht, dass ich dies mit der Mutprobe. Nee, genau, ich kann nämlich hier jetzt auch beide Charaktere würfeln und ich brauche nur einen Stern, um die Mutprobe zu schaffen. Komm, ich gehe dahin.
Ja, weil ich jetzt zwei Würfel habe, Level 2 habe ich halt schon eine viel größere Chance. Ah, nicht geschafft. Also muss ich den Ergebnis akzeptieren. 4. Yes, ich habe den Kodex gefunden. Plus eine Erfahrung. Sehr gut. Ja, und das war's schon wieder. Ich muss einmal essen. Es geht weiter. Karten weg. Das Einzige, was man hier eigentlich bräuchte, ist natürlich eine gute Mischmaschine, damit nicht immer die gleichen Karten kommen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen so schnell hin. Ja, und jetzt sind wir schon bei Ebene 2 beim Endboss. Mal gucken, was jetzt kommt hier. Die Spinnenkönigin. Ist schon 16. Ah, die macht Gift natürlich. Klar, logisch, ist ja klar. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Also das Spiel erinnert mich halt auch echt so ein bisschen an Drachenhort, was ich ja echt cool fand als Kind, aber eben auch, was viel länger dauert und viel, viel nerviger war halt, oft auch frustrierender. Ah, ich bin wieder im Schrein gelandet. Oh, ich habe gerade noch ein Gold. Perfekt, das gebe ich aus. Jetzt kann ich das plus 1 machen. Schon wieder die 4. Sehr gut. 2 Lebenspunkte. Es läuft, meine Freunde. Das habe ich auch refreshed. Und ich könnte wieder. Das Heilen passiert nicht. Es läuft, es läuft. Dann das Lagerfeuer. Oder der Einsiedler. Na, gehe ich auf jeden Fall aufs Lagerfeuer, mache ich Waffe schärfen, damit ich noch auf Level 3 komme. Da bin ich natürlich dann richtig stark. Ja, Level 3. Schon wieder der Händler, aber diesmal habe ich kein Gold. Dann gehe ich runter zum Schatz. Ich kriege auf jeden Fall ein Gold. Ich habe die Mutprobe bestanden, kann den Schatz öffnen. Und habe eine 3, dann kriege ich 5 Lebenspunkte. Da habe ich einen großen Heiltrank gefunden. Ja. Und 2 Gold. Nicht schlecht. Nochmal ein Schatz. Oder ich hole mir mal die Krähe. Die Krähe könnte ich halt einmal benutzen. Da muss ich halt ein Essen bezahlen, um die einzufangen. Aber das, nee, das mache ich nicht. Komm, ich mache hier nochmal einen Schatz. Geschafft. Ein Gold auf jeden Fall. Und jetzt kriege ich noch eins. Habe ich gewürfelt. Oh, das ist ein Rüstung oder zwei Erfahrungen. Nehme ich eine Rüstung. Und jetzt gehe ich zur Spinnenkönigin. Die hat jetzt, bin ich bei Level 16 Lebenspunkte. Macht 4 Schaden und vergiftet mich halt. Wenn ich vergiftet bin, dann kriege ich so einen Giftwürfel. Und den muss ich halt mitwürfeln. Immer wenn ich das hier würfel, dann verliere ich halt ein Leben. So einfach ist das. Gut, aber wir werden erstmal jetzt angreifen. Ich werde jetzt erstmal hier meinen. Zack. Ich werde hier einfach erstmal 7 Schaden rein. Ne, ich mache auch wieder Gift. 1, 2, 3, 4. Sie ist auch vergiftet. Ich gifte einfach zurück. Würfel mit meinen beiden Würfeln. Ah, und jetzt habe ich endlich mal einen kritischen Treffer hier mit 6. Der ist leider ein Fehlschlag. Das heißt, ich kann hier den nochmal würfeln. Dann habe ich 11 Schaden gemacht. Ist sie damit schon durch? Ne, sie hat noch einen. Verdammt. Na gut. Sie greift an. 3. Sie macht 2 Schaden, aber ich habe 3 Rüstungen. Ah ne, sie macht 4 Schaden. Entschuldigung, wir sind ja schon Level 2. Also macht sie noch 1 Schaden und ich kriege den Giftwürfel. Ja, das heißt, die muss ich jetzt mitwürfeln mit meinem gelben. Ah, und natürlich hier habe ich jetzt einen Lebenspunkt verloren durch das Gift. Aber sie ist auch tot. Zack, was kriege ich? 3 Erfahrungspunkte. 1, 2, 3. Und einmal hier Belohnung. Auf jeden Fall 2 Gold kriege ich immer. Und dann die 6. Ein Sinnesschärfetrank. Oder eine Rüstung. Nehme ich mal den Sinnesschärfetrank. Okay. Gut. Ebene 3. Die Spinnenkönigin ist Geschichte. Freshen hier wieder. So. Also ich bin bei einer Ausgewogenheit auch ganz gut. Ich könnte halt die Kampftaktik ändern. Dann, wenn ich aggressiv bin, dann kriege ich halt einen kritischen Treffer auch bei 5. Allerdings habe ich auch bei 2 einen Fehlschlag. Und Fehlschlag bedeutet ja, dass der Würfel gar nichts zählt und auch nicht mehr weitergewürfelt werden darf. Ja, also ich glaube, mit ausgewogen bin ich relativ gut dabei. Verkehrt rum. So. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier am Anfang stehen.
Schon wieder ein Schatz. Leider nicht geschafft, ihn zu öffnen. Kriege ich einfach nur ein Gold. Mal gucken, was jetzt kommt. Also, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen besser mischen, aber das ist natürlich echt das Problem. Ja, braucht eine Mischmaschine. Ich gehe trotzdem jetzt... Ah, ich muss ja natürlich einmal essen, das habe ich vergessen. Deswegen gehe ich jetzt auch hier runter. Ah, nee, aber das ist auch blöd. Nee, ich mache nochmal Schatz. Das ist besser. Diesmal habe ich es geschafft zu öffnen. Eine 2. Kriege ich einfach 2 Gold. Die Krähe schon wieder. Ah, jetzt kommen wir an. Jetzt ein Korridor. Ich gehe jetzt mal zum Korridor. Jetzt kann ich erstmal wieder die Mutprobe machen. Die habe ich geschafft. Jetzt kann ich plus 1 oder minus 1 auf den Würfel. 2, nichts passiert. Ah, 3. Kann ich das essen? Das ist sehr gut. Dann kriege ich nämlich plus 1 Nahrung. Das ist hervorragend. Jetzt komme ich hier die feuchte Höhle. Oder der Händler. Dann gehe ich natürlich zum Händler. Wir haben relativ wenige Monster momentan gefunden, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe jetzt schon wieder richtig viel Geld. Ich könnte so einen witzigen Trank mir holen, also einen Trank holen. Komm, dann hole ich mir noch einen Trank für 5. Habe ich noch 4 Gold und dann... Ah, nee, ich habe schon 2 Tränke. Mist, kann ich nicht. Ja, dann hole ich mir für 3, 1, 2, 3, hole ich mir nochmal 4 Leben. Man kann sich das natürlich auch, wenn man will, absichtlich schwerer machen, das ist kein Problem. So, einmal essen. So, wir machen es jetzt mal so. Ich mische es mal absichtlich mal nicht, um mal andere Karten zu sehen. So, zack. Ja, das geht natürlich nachher nicht, da muss ich wieder mischen, sonst funktioniert es nicht. Aber wir tun es einfach mal so, als hätte ich so gemischt. Sehen wir mal ein paar andere Karten. Okay. Es geht los. Mit einem Monster. Und jetzt bin ich ja schon in Ebene 3. Jetzt habe ich einen niederen Würm. Der hat allein schon mal 12 Lebenspunkte. Er macht 6 Damage und er macht mir einen Fluch. Dann kriege ich halt so einen Fluchwürfel. Außerdem habe ich ja das Problem, ich habe immer noch den Giftwürfel. Das habe ich tatsächlich... bin ich noch nicht losgeworden. Das muss ich ja nochmal machen irgendwie. Naja, gut. Sei es drum, ich könnte natürlich meinen Feuertrank erstmal abfeuern. Na komm, ich mache meinen Feuertrank. Das heißt, er hat schon mal 7 Damage, hat er nur noch 5. Dann hoffe ich, dass ich ihn gleich weggehauen kriege. Ja, 5. Allerdings auch ein Schaden von meinem Gift. Und dann ist er gleich weg. Und ich kriege 2 Erfahrungspunkte. Ah, bald bin ich auf Level 3. Sehr gut. Ich muss mal gucken, dass ich meinen Fluch heile. Ah, da unten ist noch ein Monster. Könnt natürlich da auch Erfahrungspunkte kriegen. Aber ich gehe jetzt mal in die Gruft. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Ich frage mich, wahrscheinlich muss ich auch bei den Mutproben den Giftwürfel mitwürfeln. Muss ich nochmal gucken, ob das auch so ist. Nicht, dass ich mir da... Ja. Den Dungeon-Würfel kann man da auch natürlich gleich mitwürfeln. Tja, leider nicht geschafft. Und ich kann, deshalb muss ich einfach 6 und dann kämpfe ich wieder gegen den Geist. Der Geist ist jetzt ein Schatten mit 14 Lebenspunkten. Und er macht mir eine Blindheit, haut er mir rein. Gut, also dann müssen wir jetzt aber ordentlich alles raushauen. Ich benutze hier den Feuerzauber, das heißt, er hat nur noch 7. Ich greife an. 5. Das reicht leider nicht ganz. Dann greift er an. Mit einer 6, er ignoriert die Rüstung, das heißt, es sind 3 Lebenspunkte. 1, 2, 3. Und ich bekomme... Ich bin blind. Ich habe eine Blindheit. Aber die kann ich natürlich gleich mit dem Sinnesschärfe-Trank wieder negieren. Das mache ich jetzt auch gleich. Weil jetzt ist er natürlich auch fällig. Ja, ich habe nochmal ein Gift bekommen. Und jetzt ist er tot. Ich kriege 3 Lebenspunkte, 3 Erfahrungspunkte und habe tatsächlich jetzt schon Level 3. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Habe ich genug Essen? Nee, ich habe. Oh, hier ist noch ein Monster. Der hat übrigens einen interessanten Effekt hier. Das ist so ein Falltüreffekt. Man kann nämlich einfach eine Ebene runterfallen, aber das ist halt ganz gefährlich, weil man dann plötzlich in einem höheren leveligen Dungeon aufwacht. Ich gehe natürlich zum Jäger. Hier kann ich jetzt wieder kaufen für. Ja, es kostet schon 3 das Essen, aber ich brauche auf jeden Fall ein Essen. Und nochmal 3 für 4 Lebenspunkte. Obwohl, nee. Ja, Tränke kann ich mir leider nicht. Ah, nee. Ich mache 2 hier für diese Heilung. Und dann ist nämlich endlich mal mein Giftwürfel weg. Das ist natürlich das, was ich hier machen muss. Okay. Dann gehe ich runter. Jetzt bin ich in eine Falle. Da muss ich jetzt natürlich eine Mutprobe machen. Ja, jetzt habe ich es natürlich geschafft. Ja, das heißt, ich kriege nicht diese schlechten Effekte, sondern die Erfolgseffekte. Bei einer 6, ich bekomme plus ein Sinnesschärfetrank. Very nice. Und ich komme hier runter, muss einmal essen. Und jetzt bin ich schon am Ende von Ebene 3. Jetzt mischen wir aber wieder auf jeden Fall. Der nächste Boss erscheint. Diesmal ist es der verfluchte Drache. Ah ja, ein Boss ist natürlich, spielt auch immer nicht mit, weil ich bin dann ja gleich am Schluss. Es gibt immer ein, also es gibt einen Boss mehr, als sozusagen wir haben 4 Zwischenbosse. Und man kämpft ja nur gegen 3 und dann schon gegen den Oberboss, sodass der sozusagen, dass da immer so ein bisschen Varianz auch gibt. Ja, der verfluchte Drache, ja, der macht halt jetzt in Ebene 3, hat ja schon 20 Leben, macht 6 Schaden. Das haut natürlich schon gut rein. Jetzt mal gucken. Ja, es geht gleich mal mit einer Falle los. Aber ja, mit meinem Level ist es halt kein großes Problem. Mit einer 1 kriege ich sogar noch einen Erfahrungspunkt. Ja, ich glaube, das schaffen wir gut. Wir sind gut unterwegs. Der Jäger, ah, Geld habe ich leider nicht so viel. Jetzt kann ich mir tatsächlich auch kein Essen mehr leisten. Dann gehe ich natürlich in die Waffenkammer runter. Mutprobe habe ich geschafft. Eine 1 ist leider nur der rostige Dolch. Aber immerhin einmal ein Kraftakt, kann ich schaden. Okay. Schrein, Krähe. Gehe ich mal zum Schrein. 1 Gold bezahlt. Eine 2 kann ich auf eine 3. Ah! Krieg leider einen Fluch. Sei verflucht, Schwächling! Krieg leider einen Fluch. Würfel, das ist kacke. Immer wenn ich halt den würfel, dann muss ich 1 abziehen von meinem Würfelergebnis. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, dann gehe ich zum Lagerfeuer, mache die Nahrungssuche. Das ist jetzt wichtig, weil die so teuer geworden ist. Und jetzt muss ich leider mit dem verfluchten Würfel gegen den Drachen kämpfen und der wird mir noch einen zweiten Fluch geben. Ei, ei, ei. Aber dafür habe ich ja das Refresh, das vergisst man immer schnell. Den benutze ich natürlich, zack, um den Drachen zu verfluchen, zu vergiften. Das heißt, der hat schon mal 4 verloren auf 16. Dann versuchen wir mal alles. Diesmal habe ich aber keinen Trank mehr. Oh, okay. Also, der macht den 1 weniger. Und hier habe ich einen kritischen Treffer, also das heißt, es sind 6, plus 3 sind 9, plus 7 sind 16 und damit habe ich ihn umgehauen. Ha! So geht es nämlich hier. 1, 2, 3 Erfahrungspunkte plus einmal Belohnungsdings, eine 6, einmal Sinnesschärfe oder eine Rüstung. Kriege ich eine Rüstung. Jawohl. Sehr gut. Einmal essen und wir sind in Ebene 4. Wir sind im versunkenen Bergfried angekommen. Den kann man auch ablegen, weil jetzt geht es nachher nur noch um den letzten Boss. Wir müssen noch 3 Level schaffen. Alles sieht gut aus. Das haben wir refreshed. Okay. Los geht's in der feuchten Höhle. Ja, habe ich geschafft, die Mutprobe. Das heißt, ich kann plus 1 oder 2. Ich habe eine 3 gewürfelt.
Dann nehme ich minus, ja, ist egal, ich kann einfach die Graukappe hier, den Pilz habe ich, kriege ich einfach eine Nahrung, das passt. Ich muss jetzt wieder diesen Fluch loswerden. Einsiedler, nee. Kriege ich Geld, Nahrung teilen, kriege ich, na, das funktioniert nicht. Nee, ich gehe in die Gruft. Versuche hier auch wieder Mutprobe zu schaffen. Habe ich geschafft, weil selbst wenn das hier eins runtergeht, ist immer noch 5. 4. Kann ich das jetzt irgendwie. Das wäre ein 4, 5, 3. Okay, dann bleibe ich einfach bei 4, kriege ich einen Erfahrungspunkt. Wenn ich jetzt mehr Erfahrungspunkte noch kriege, dann würde ich tatsächlich Lebenspunkte kriegen. Ich kann die aber auch, wie gesagt, ja für Kraftakte ausgeben. Also Erfahrungspunkte kann man nicht genug haben, aber mehr als 3 Charakterwürfel kriege ich halt nicht. Schatz oder Schrein. Ich gehe jetzt tatsächlich zum Schrein, weil ich will, ich zahle das Gold, ich will halt diesen Fluchwürfel loswerden. Okay, dann kann ich den 1 runtermachen. Eine 3, dann habe ich es immer noch geschafft. Wenn ich jetzt eine 4 oder eine 5 würfel, dann kriege ich diesen Fluchwürfel los. Ach, fuck, 1. Das ist nur eine 2, 1 mehr, dann kriege ich noch einen Fluchwürfel. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh nein! Aber jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jetzt eine Rüstung verkaufen für 4 Geld, weil ich habe ja kein Geld mehr. Und dann für 2 Geld tatsächlich eben hier so eine Heilung, so ein Segen kaufen. Und der heilt mir meine Flüche weg. Ja. Zack. Vorletztes Level. Eine Nahrung habe ich abgegeben. Es fängt wieder an beim leeren Unterschlupf. Gucken wir mal, was da passiert. Ich habe das geschafft. Jetzt habe ich eine 6, aber jetzt kann ich es eben. Ich will jetzt nicht gegen diesen blöden Geist kämpfen, der Schrecken, der wäre jetzt richtig blöd. Also mache ich einfach 5 draus, dann verliere ich einfach 3 Leben, weil dann habe ich die Falle des Schurken. Habe ich jetzt da leider nur gefunden. Hier ist auch eine. Ah, kann ich, gehe ich natürlich zum Schatz. Geschafft. Kriege ich ein Geld. Mit einer 3 bekomme ich entweder 2 Geld oder den Feuertrank. Dann nehme ich natürlich den Feuertrank, weil ich bin ja jetzt kurz vorm Endboss. Nochmal eine Falle. Nee, da gehe ich zum Händler. Tja, 3 Geld habe ich. Ich brauche nur noch eine Nahrung. Jetzt kann ich die mit 3, ja, dann mit 3 Geld hole ich mir einfach nochmal Lebenspunkte. Okay, jetzt habe ich nochmal ein Monster. Jetzt bin ich unten in der Ebene 4. Das ist die königliche Wache. Die hat 15 Lebenspunkte. Und verteilt auch Gift. Na, ich werde auf jeden Fall meine Beschwörung einsetzen. Dann hat er nur noch Feuer. Hat er nur noch 8. Jetzt auch keine Sachen mehr. Ah, aber es sind genau 8. 8 Punkte, zack, fertig, weg ist er. Kriegt 2 Lebenspunkte, deshalb kriegt er, ich habe keine Erfahrungspunkte, deshalb kriegt er einfach als Lebenspunkte. Zack, noch eine Nahrung und jetzt bin ich im letzten Level. Und jetzt kann man das hier natürlich auch schon aufdecken und das sind die Ochsüberreste. Das ist sozusagen der Endboss, auf den sozusagen auch die Geschichte hinzielt. Wir wollen hier Ochsblut bekommen. Es gibt hier natürlich auch so eine kleine Geschichte. Was ich eben euch noch nicht erzählt habe, ist, dass es ja auch so einen Kampagnenmodus gibt. Da spielt man dann wirklich auch so eine kleine Geschichte und man spielt und der Aufbau ist auch immer so ein bisschen anders. Bestimmte Endbosse und so weiter und so fort. Und man spielt halt mehrere Partien durch und kann dann hier auch noch so in verschiedenen, wie so bei World of Warcraft hier in Erkundung, Überleben und Kampf sich auch noch verbessern und noch so zusätzliche Fähigkeiten freischalten und auch noch so Relikte erfinden. Das ist richtig cool. Allerdings geht es eben nur, wenn man mehrere Partien hintereinander spielt. Aber sozusagen, ja, wenn man das natürlich solo sich vornimmt, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ist auch ganz leicht zu speichern. Kann man einfach ein kleines Foto machen mit dem Handy, was man da für Werte hat zwischen den einzelnen Partien. Also da ist auch, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat man tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht immer wieder von vorne anfängt. Aber wir sind jetzt hier kurz am Ende. Ich wollte natürlich für euch das nur einmal so durchspielen. Jetzt sind wir wieder bei einer königlichen Wache. Ich hatte wieder 15. Ich habe aber das hier noch. Ich habe ja noch meinen Feuertrank.
Komm, wir machen das jetzt einfach Tabula Rasa, Feuer. Das heißt, er hat wieder 8. Ich versuche jetzt ihn einfach sofort wegzuhauen. Das ist verloren, aber den kann, das sind 8. Das reicht ja schon. Da muss ich gar nicht würfeln. Weil, wenn ich da jetzt einen Fehlschlag würfel, würde der auch wieder auf 0 gehen. Aber so sind es einfach 8. Der hat noch 8 durch den Feuertrank. Ist er weg und ich kriege nochmal 3 Erfahrungspunkte. Das sind nochmal 3 Lebenspunkte für mich. Jetzt muss ich nur schnell zu Ochs Überresten. Rast, der Lagerfeuer, das ist natürlich auch super. Aber ich bin schon voll aufgepumpt. Dann mache ich einfach hier eine Nahrungssuche. Das ist nicht schlecht. Dann gehe ich in den Korridor. Hab das geschafft. Das heißt, ich kann das manipulieren. Ich habe eine 3 gewürfelt, nichts passiert. Ja, kriege ich noch mal ein Essen. Gucken, was hier unten ist. Nochmal eine Schatztruhe. Kann sie öffnen. Ich krieg ein Gold und dann eine 4. Das sind. Oh, ich krieg nochmal einen Trank. Sehr gut. Nochmal den Feuertrank. Weil jetzt stehe ich vorm Endboss. Der hat 20 Leben. Und jetzt muss ich natürlich alles raushauen, was ich habe. Ich werde hier einmal den raushauen und den Feuertrank. Das sind schon mal 14. Das heißt, er hat nur noch 6 Lebenspunkte. Ja, es war eine ziemlich gute Partie, würde ich sagen. Wir haben ordentlich gerockt. Aber ich hatte auch Glück mit den Karten. Ist auch schon mal schlechter bei mir gelaufen. 2 Fehlschläge. Oh, tatsächlich. Aber jetzt kann ich natürlich ohne Probleme hier noch den Kraftakt ausgeben. Zack, 10 Punkte. Peng. Und Ock ist Geschichte. Ja, der hätte halt sonst auch 9 Schaden gemacht. Aber ich hatte auch immerhin Rüstung 3. Also wir wären nur 6 durchgegangen. Da hätte ich durchaus auch ein paar Sachen einstecken können. Und ja, das war meine Partie Mini-Rogue. Ja, und ich denke, mehr muss man wirklich zu diesem Spiel nicht sagen. Ich finde es wirklich sehr nett gemacht. Mir gefällt auch die Aufmachung, das Material. Also ich kann da wirklich überhaupt nichts Negatives dran finden. Es ist halt, was es ist. Ein kleines Solospiel für zwischendurch, für so einen Abend, wo man einfach sich mit nochmal ein bisschen ein Spiel haben möchte für sich selber. Ja, also es ist wirklich ein netter Zeitvertreib. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Holt euch das. Und ich sag tschüss, danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren, positiv bewerten und gerne schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere solche Spiele kennt, die ihr mir empfehlen könnt. Und damit meine ich Solo-Spiele, die nicht lange dauern, so Solo-Absacker. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere gute Solo-Absacker kennt, weil das ist, finde ich, ein echt schöner Solo-Absacker, Mini-Rogue. In diesem Sinne, bis dann, ciao.